So, jetzt geht es hier raus. Mächtig Gas gibt gleich da vorne Anaïs Bescon, die Französin, sich raushalten, wenn es hier gleich in den Flaschenhals geht, wenn es enger wird für alle Läuferinnen. Nicht verhakeln, gleich Tempo aufnehmen. Und für Luise Kummer heißt es auch, mit dabei zu bleiben. Ganz starke Läuferinnen mit vorne drin, neben Bescon auch Veronika Vítková aus Tschechien. Sicher eine der überragenden Nationen hier im Feld, wie auch Italien mit Dorothea Viera. Mit der Startnummer 18, Italien hier mit der Bronzestaffel, identisch nominell von Sochi. Wichtig ist, dass sich Luise Kummer hier nicht von den starken Läuferinnen verrückt machen lässt. Versucht, ihr Rennen zu laufen in einer Staffel. Ich weiß, es ist schwierig. Man will natürlich mit den Schnellsten mitlaufen, man will keine Zeit verlieren. Aber wir werden es dann gleich sehen. Die Kräfte, sich hier einzuteilen, ist enorm wichtig. Und vor allen Dingen, Sven Fischer hat es vorhin auch schon mal gesagt, nicht versuchen, zu viel Druck zu geben, während wir hier nochmal den Start sehen. Sehr tief bei plus 1 Grad, natürlich dieses Geläuf, aber es geht allen gleich. Man hätte salzen können, tut es aber nicht, eben damit man die Strecke hier ordentlich präparieren kann. Und hier sehen wir es, ist jetzt eine schnelle Abfahrt, die mit einer Linkskurve endet. Da geht es nochmal den Berg hoch. Und das ist die Schlüsselstelle, dieser Anstieg, 23 Meter am Stück. Aber nicht nur der Anstieg, sondern das, was folgt, ist eigentlich dann noch genauso schwierig. Man muss versuchen, ein hohes Tempo hin zum Skistand laufen zu können, nicht zu viel Zeit zu verlieren. Und das ist eigentlich bei allen Rennen, die wir in den nächsten Tagen erleben, so der Schlüsselanstieg. Und nach vorne gegangen mittlerweile Veronika Vítková für Tschechien. Mit der 23 ein Sturz. Kasachstan, Anna Kistanova ist das, die sich da in den Schnee gelegt hat. Also vorne jetzt Vítková, dann Bescon. Hinten rechts sehen Sie mit der roten Mütze, Startnummer 5, so Position 10, 11, 12, Luise Kummer. Ja, die es tatsächlich so macht, dass sie nicht versucht, schon am Anfang mit auf Biegen und Brechen dahinterher zu laufen, sondern ihr Tempo zu finden. Nicht ihre Kraft zu vergeuden. Den Ski laufen zu lassen, das ist hier das Geheimnis. Wir haben schon gesehen in den letzten Tagen, dass die Ski der deutschen Mannschaft grundsätzlich relativ schnell sind. Die Gefahr bei diesen Verhältnissen ist oftmals, dass die Ski hinten raus abbauen. Das wünscht man sich natürlich nicht, aber das weiß man dann auch immer erst hinterher, wie denn das Material so war. Hier haben wir Luise Kummer, 3 Einsätze in den Staffeln der Saison. Mit 2 Siegen, ja auch sie dekoriert, den Hochfilzen, den Antolz. Erster Einsatz in der Mixed-Staffel für sie. Ja, das wird Kraft rauben, diese Rennen, wenn das Wetter, und so ist die Prognose, in den Tagen so bleiben wird. Für die Athleten hier über diese 10 Tage, 6 Rennen, wer sie denn alle bestreitet dann. Wir haben es gesagt, Martin Fourcade mit im Feld drin. Nicht dagegen eben Simon Schemp. Auch Anton Cipulin ist in der russischen Staffel an 4 gesetzt. Dominik Landertinger, der Österreicher, verzichtet wie Simon Schemp. Konzentration hier auf die Einzelrennen, auf den Sprint am Samstag und dann ja gleich am Sonntag die Verfolgung hinten drauf. Aber welch eine Saison für die 21-Jährige vom SV Eintracht Frankenhain. Hatte gehofft, 1, 2 Chancen zu bekommen in dieser Saison. Jetzt konstant dabei. In Oslo geschont worden. Hat ihr gut getan, hat sie erzählt. Konnte 2 Wochen konzentriert in Oberhof trainieren und sich vorbereiten auf diesen Einsatz hier bei den Weltmeisterschaften in Kontiolahti. Denn sie haben es früh erfahren im Trainingslager. Also es gibt eine klare Einsatzkonzeption. Der Trainer hat nichts damit zu tun, dass dieses Geläuf vielleicht schwierig sein könnte für einen Arndt Pfeiffer aufgrund seines Körpergewichts. Überhaupt nicht. Das war lange im Vorfeld so geklärt. Wir sehen, Vítková hat das Tempo, das war zu erwarten, natürlich sehr hoch gehalten, dass die wenigsten folgen können. Nur Viera kann hier mitgehen. Setzen das Feld natürlich damit unter Druck. Susan Dankli geht hier mit. Die auch eine überragende Saison läuft. 3-mal unter den Top 10 schon gewesen ist. Susan Dankli. Anaïs Bescon mit der 16. Aber Mari Laukkanen, die Finnin, die den Start läuft hier an Position 2, werden wir dann Kaisa Mäkäräinen erleben bei ihrem ersten Auftritt bei der Heim-WM.
Ob die finnische Staffel dann hinten raus mit den beiden Herren mithalten kann, wage ich mal ein wenig zu bezweifeln, aber bin gespannt. Auch die haben in diesem Jahr Fortschritte gemacht. So, jetzt kommen wir hier rein. Nach den ersten 2 Kilometern zum ersten Schießen. Liegender Anschlag. Jede Athletin geht auf die Bahn, deren Nummer sie trägt. Witkova also auf Bahn 6 für das erste Schießen. Danach wird aufgefüllt von Bahn 1 an. Die führende auf 1, die zweite auf 2 und so weiter. Und jetzt hoffen wir natürlich auf die sichere Schützin, die das auch noch dazu schnell kann. Auf Luise Kupp. Witkova, ein Fehler jetzt. Muss nachladen. Und wenn Sie das ein wenig mitverfolgen, die Zuschauer reagieren hier auf die Schüsse von Russland. Jetzt hat Luise Kummer begonnen, 2. Treffer für sie. Norwegen mit 5 Treffern, nachladen, 10 Sekunden etwa kostet das. Ja, hat sie gut erledigt. Jetzt also hinterher vorne die Japanerin Suzuki in ihrer besten Weltcup-Saison. Dann Romanova für Russland, Fialkova für die Slowakei und Witkova an 5, 11 Sekunden hinten dran. Und auch sie, Luise Kummer, hat jetzt gleich hier die Zeitnahme erreicht. Also 13. Rang, 23,9 Sekunden. Ihr Rückstand. Läuferisch hat sie durchaus Fortschritte gemacht in dieser Saison, hat auch die Trainer gar überrascht, aber dass sie da ganz vorne mitmischen kann, ist klar, das funktioniert noch nicht. Der Aufbau einer solchen Athletin dauert schon ein paar Jahre, bis sie dann die Wettkampfhärte und die Konstanz eben auch haben. Es ist eine lange Saison, die WM findet sehr spät statt, auch das ist eine Frage der Kraft. Und der Fehler rechts tief. Ja, solange es bei einem Fehler bleibt, ist alles gut. Sie ist eine sichere Schützin normalerweise. Das ist ja auch wichtig an der Startposition. Und bisher, ja, hält sich der Rückstand noch in Grenzen. Das kann sich allerdings eben beim dritten Mal in der dritten Runde dann dramatisch ändern. Dieser Anstieg ist sehr fordernd. Wir haben es gesehen. Und Japan, Russland, Slowakei. Das ist meine Führung, die man so ja auch nicht unbedingt so erwartet, mit Ausnahme der Russen. Zu einem frühen Zeitpunkt, die ersten 4 Nationen, also ohne Nachlader, Deutschland mit einer nachgeführten Patrone, also auf Rang 13. Deutsche Mannschaft seit 4 Jahren ja ohne Sieg in einer Mixstaffel. 2011 zum letzten Mal im Weltcup in Presque Isle, ganz oben auf dem Treppchen gestanden. Und der letzte Podestplatz, den gab es in Östersund 2014 mit Rang 3 im Weltcup. Also die mühen sich hier schon ordentlich durch dieses tiefe Geläuf bei dieser Geschwindigkeit. Grundsätzlich sind die Abfahrten gar nicht so schwierig, aber doch, dass der Schnee so tief ist, da kann man sich leicht ja im Schnee verhaken und kommt ins Wackeln. Und das macht es dann wiederum schwieriger. Na, 21, da haben wir die Japanerin, Yuko Suzuki. 26 Jahre alt, aus Sapporo, also dem Wintersportort. 2x12. Gewesen in dieser Saison. Ihre Bestleistung überhaupt im Weltcup. Im Sprint und in der Verfolgung von Pokljuka ist ihr das gelungen. Zwischenzeitlich auch mal im IBU Cup gestartet, dort auf dem Podest gewesen. Also da haben die Japaner eine Athletin, die durchaus für Aufmerksamkeit sorgen kann, wenn auch hier wirklich zu einem frühen Zeitpunkt des Rennens. Und da kommt schon Veronika Witkova. Der Rückstand ist allerdings nicht geschmolzen. Sie hat nur ein paar Plätze gut gemacht. Ja. 5 auf 2 nach vorne gegangen. Hier kommt die Französin Bescon dahinter. Fanny Welle-Strandhorn mit der 1, die Norwegerin. Der 24 hier Estland. Dann die 20 für Großbritannien, die auch noch vor der deutschen Staffel liegt. Und da kommt sie, da kommt Luise Kummer.
23,9 war der Rückstand, also auch jetzt wieder größer. Es ist zu erwarten. Es hängt alles davon ab, wie Luise Kummer hier aus dem Rennen kommt. Wenn der Rückstand nicht zu groß wird, dann hat man noch Chancen. Aber wenn es dann 1,5 Minuten oder mehr wären, dann wird es für die folgenden Läuferinnen und Läufer schwierig. Also unter anderem eben auch für Sie, für Franziska Preuß, die noch in der Vorbereitung ist. Offensichtlich gar nicht so viel Interesse daran hat, was da passiert. Ist doch klar, man muss sich auf sein eigenes Rennen konzentrieren. Wie also wird die Vorgabe für sie sein? Wie wird sie ins Rennen gehen können? Ganz unten rechts sehen Sie es, da kommt Luise Kummer am Bildrand, ganz rechts unten. Und die Französin macht schon einen eigenartigen Schritt, den Aserbaidschaner, wie man so umgangssprachlich sagt. Also auf jedem Abdruck des Fußes einen Abdruck mit den Stöcken. Einen Wanderschritt sozusagen. Dieser Anstieg ist gemein. 23 Höhenmeter, 7 Stockwerke gut sind zu überwinden. 8 Stockwerke eines Hauses auf einer kurzen Strecke von vielleicht 200 Metern. Das ist schon schwierig. Und wie gesagt, nicht nur dieser Anstieg, sondern das, was folgt, macht das Ganze eben noch schwieriger. Also mit Mari Laukkanen mitlaufen, ruft Tobias Reiter da vom Rand her, die ja läuferisch eigentlich während der Saison auch richtig gut ist unterwegs. Wäre eine gute Lokomotive. Und hier können wir mal den Schritt, da diese Anstieg hinauf ein wenig verfolgen. Der Ski verschwindet fast komplett im Schnee. Eben zum zweiten Mal hier durch. Dreimal, 2 Kilometer sind ja zu absolvieren, also dreimal auch diesen Anstieg hier bewältigen. Und die Japanerin hat die Spitze halten können, dahinter aber dann direkt Veronika Vítková. Und die US-Amerikanerin Susan Dunkley. Betreuer Tschechiens hier am Glas. Jetzt also im stehenden Anschlag und jetzt werden die Schießmatten natürlich von vorne weg befüllt. Wind spielt auch keine großartige Rolle. Lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, die Japanerin. Trifft hier Ziel um Ziel. Boah, überragend, wirklich gut. Hätte ich nicht gedacht, auch nach dem zweiten Schießen. Japan vorne. Russland ist raus mit Romanova. Veronika Vítková ist mit ihr dabei. Und da haben wir Luise Kummer. So, jetzt ganz wichtig, am besten ohne Nachlader. Dass der Abstand nicht zu groß wird. Sie muss jetzt alle 5 treffen. Schießt schnell, riskiert was. Ja. Also mit dem blauen Auge würde ich mal sagen, weil sie sehr, sehr schnell geschossen hat und mit dem einen Nachlader ausgekommen ist. Man kann es immer wieder nur erwähnen, 21 Jahre alt, erste Saison. Im Weltcup und dann hier gleich im ersten WM-Rennen ist alles mit Sicherheit nicht ganz so einfach. Jetzt geht Mari Laukkanen wieder vor ihr Werk. Wir haben sie gesehen, zusammen über den Anstieg gegangen. Und da soll sie jetzt versuchen, dran zu bleiben. Jetzt muss Luise Kummer sämtliche Schmerzen überwinden, sämtliche innere Schweinehunde überwinden, damit sie hier ordentlich über die Runden kommt. Es besteht die Gefahr, dass sie noch mal 30 Sekunden verliert auf dieser Runde. Das kann passieren. Und das sollte sie jetzt eben vermeiden. Aber es ist leichter gesagt als getan. Die Schießanlagen sind durch. Also jetzt kann man Vollgas geben mit allem, was noch geht. Luise Kummer. Seit Sommer 2013 gehört sie der Lehrgangsgruppe A an, ist im B-Kader. Und konnte selbst kaum glauben, dass sie so schnell aufschließen konnte zum Weltcup-Team und mittendrin mit dabei sein kann. Schauen wir noch mal über die Schulter. Da haben wir den Fehler erkannt. Tief, links tief.
Ja, hat sie gut gemacht letztendlich. Ein Schuss ist immer mal drin. Sie hat sehr schnell geschossen, hat riskiert, wollte natürlich Zeit gut machen. Insgesamt aber ordentlich die Schießleistung. Jetzt hoffen wir, dass die läuferische Leistung vielleicht nicht nachlässt. Das wäre schon wünschenswert. Also 15. Rang für den Moment, 48,7 Sekunden ihr Rückstand. Da hinten haben wir Franziska Preuß und hier vorne verschwindet gerade aus dem Bild Kaisa Mekkarainen, die für Finnland die Gegnerin sein wird für Franziska Preuß. Hier noch ihre Kreise dreht, während Luise Kummer auf der letzten Runde ist, dann gleich in die Ski springen wird zum Start bzw. in die Wechselzone laufen wird und dann an Position 2 für die deutsche Mixstaffel übernehmen wird. Es hat schon Platzierungsänderungen gegeben. Witkowa jetzt auf 2. Dahinter waren Romanova und Lisa Theresa Hauser aus Österreich zu sehen. Sehr gut von der Österreicherin. Sehr gute Platzierung. Witkowa war klar die am stärksten einzuschätzende Athletin in dieser Runde auf der Position 1. Und Susan Dankli natürlich nicht zu vergessen, die heute auch wieder ein sehr, sehr gutes Rennen läuft. Hat ja viel Kraft. Ist jetzt nicht die leichteste Athletin, ja, aber die tankt sich hier hervorragend durch diesen tiefen Schnee. Klar verbessert in diesem Jahr Susan Dankley. Da haben wir sie mit der Startnummer 7. 28 Jahre ist sie alt. Sechste war sie in der Verfolgung von Antols. Saisonbestleistung gewesen. Hier kommt Fanny Welle-Strandhorn für Norwegen. Siebte Position, 23,7 Sekunden der Rückstand. Die beiden Bö-Brüder werden das Ende bilden der Mixstaffel für Norwegen. Johannes Tinjes an 3 und Tarje Bö dann an der 4. an der abschließenden Position. Mari Laukkanen ist jetzt die Erste, die Zeit gut macht auf Suzuki, die ganz hervorragend läuft. Absolut, tolles Rennen hier vorneweg marschiert. Danach wird das in der Leistung ein wenig wegbrechen bei Japan. Damit ist definitiv zu rechnen. Aber sie für sich hat ein richtig gutes Rennen hingelegt. Das ist ja oftmals so bei den schwachen Nationen, dass sie ihre stärkste Athletin vorne hinstellen, die dann eben mitmischen kann während dieser ersten Runde. Und jetzt geht Witkowa an der Japanerin vorbei. Ja, eigenwillige Körperhaltung hier bei Susan Dankley. Erinnert so ein bisschen an Tora Berger. Weit nach vorne gebeugt, die Nasenspitze fast im Schnee. Und Lisa Theresa Hauser, die 21-Jährige aus Reitz bei Kitzbühel, macht hier ein tolles Rennen. Sehr gut von Lisa und auch Fanny Horn. Versucht hier alles zu geben. Sie weiß, jetzt geht es gleich nur noch 350, 400 Meter. Und Luise Kummer muss jetzt beißen. Sie hat 14 Sekunden bei der letzten Zwischenzeit schon verloren nach dem Schießen. Und jetzt schauen wir mal. Nach dem Schießen waren es 48, meine ich. 48,7, ja. Und bei der letzten dann 1,02. Weiter vorne der Ski, weiter vorne setzen, jawohl. Raumgreifen. So, jetzt kommt hier die Zeitnahme. Sehr gut, der Hauptkopf. Das ist die Schweizerin Gasparin Aita. Und dann also auf Position 6. Jetzt sind es schon 1 Minute und 9,3 Sekunden für Luise Kummer. Weiter vorne der Ski, auf geht's. Ja. Sehr gut, Tobias Reiter hier, sehr gut, der wirklich anfeuert, das hilft jetzt der Athletin. Da muss er so lange wie es geht nachschreien, damit sie auch bewusst läuft, damit sie hier das macht, was er ihr vorgibt. Und Veronika Witkowa also hat ihren Job erfüllt an dieser ersten Position, ist in Führung, wird hier als Erste ins Stadion in die Wechselzone kommen. Tschechien, ja, mit der Mixstaffel bei der WM 2013 mit Bronze dekoriert. Das war die erste Mixed-Medaille überhaupt für Tschechien. Silber gab es dann schon in Sochi und jetzt hier in Kontiolahti die Gold. Drin haben sie es. Gabriela Sokolova besetzt die zweite Position. Dann werden wir Michal Slesinger erleben und am Ende den starken Andrej Moravec. Die Japanerin hält sich da richtig dran. Versucht dran zu bleiben an Witkowa, die ja während der Saison auch immer wieder für Laufbestzeiten gesorgt hat. Dritte im Gesamtweltcup. Ein Sieg, den Sprint in Oberhof hat sie gewonnen, Veronika Witkowa. Ja, und Suzuki mit 0,5, 0,5. Ja. Hier ganz hervorragend. Also diese Leistung ist schon
sehr außergewöhnlich gut und das freut einen ja auch, wenn mal wieder andere Nationen vorne mitarbeiten, unbedingt. Mitkämpfen. Unbedingt. Also Gabriela Sokolova unterwegs für Tschechien, Yuri Tanaka für Japan, für die USA Hanna Dreißigacker, für Österreich Katharina Innerhofer und für Weißrussland keine geringere als Daria Domaschew. So, Franziska Breu steht bereit, hält Ausschau nach Luise Kummer. Und jetzt hat sie es gleich geschafft, die 21-Jährige. Zwei Nachlader hat sie insgesamt gebraucht und sich dann doch schwer getan hier auf dieser wirklich schwierigen, tiefen Strecke. So, 1,12, 13, 14, also 1,15, 16, 17, das ist der Rückstand für Franziska Breuß, die jetzt unterwegs ist, die ja noch jünger ist als Luise Kummer, aber in der sportlichen Entwicklung doch schon ein Stückchen weiter, läuferisch richtig gut unterwegs in diesem Jahr, stand in der Mixed-Staffel von Östersund ganz zu Beginn der Saison, wurden dort Dritte, die deutsche Staffel. Die Mixed-Staffel und in den Spezialstaffeln der Frauen war sie bei allen Fünfen dabei, hat alle Positionen besetzt, außer der Position 3. So, ausgepumpt, davon müssen wir mal ausgehen. Luise Kummer, erstes WM-Rennen absolviert. Wir werden am Ende sehen, was es wert ist. Das also der Stand nach dem ersten Wechsel Tschechien vor Japan, den USA. Österreich an einer guten vierten Position. Norwegen 6. und das deutsche Team auf Position 16. Ja, und ich weiß nicht, ob Sie sie erkannt haben, sonst sage ich es Ihnen lieber doch mit der Startnummer 8. Also Daria Domracheva war im weißen Anzug, sonst ja immer in grün und rot unterwegs. Die Weißrussen also zur WM im neuen Gewand. Tiril Eckhoff hier mit der 6 für Norwegen. Jetzt an zweiter Position. Mit der 4 hier Russland, mit Olga Potschufarova. Russland ja seit 7 Jahren ohne Medaille bei einer Mixed-Staffel. Bei einer WM wohlgemerkt. Den letzten Sieg, den gab es natürlich im Weltcup 2012. Da haben wir Daria Domracheva mal eingefangen. Führende im Gesamtweltcup. Jetzt also hier als Zweite unterwegs. Ja, und sie ist ja so eine, die nicht die ganz großen Probleme hat mit dieser Strecke. Klar ist sie auch für sie anstrengend, überhaupt keine Frage. Aber rein vom technischen Vermögen her haben wir gestern mal, also ich, mit den Experten gesprochen. Hier muss man den Ski gleiten lassen, laufen lassen. Und das können Frau Domracheva und Kaisa Mäkerainen wie kaum eine andere im Feld. Die Gleiterin vor dem Herrn ist Domracheva, das sieht man immer wieder. Und gerade bei diesen Verhältnissen. Das kommt ihr entgegen, aber es ist richtig, auch für sie ist es nicht leicht zu laufen, nicht einfach. Das ist ganz klar. Aber sie holt auf Sukalova, das ist auch schon zu sehen, jetzt optisch auch. Es waren ja 19,4 Sekunden der Vorsprung der Tschechinnen. Jetzt sind es nur noch unter 10 Sekunden. Also einer Daria Domracheva in der Form, in der sie sich zuletzt im Weltcup bewegt hat, ist eigentlich keine gewachsen. Zumindest in den letzten Wochen. 8 Siege schon in dieser Saison, die haben wir Franziska Preuß. Gut nach vorne greifen mit die Ski, jawohl! So, und der Rückstand der deutschen Mannschaft war 1,26,2. Und es sind nur, das darf man ruhig so sagen, 2 Sekunden mehr geworden. Denn Sukalova ist ja jetzt nicht irgendwer. Jetzt laufen da vorne natürlich schon sehr starke Frauen. Mit Sukalova, Domracheva, Innerhofer, Mäkerainen. Das sind ja, und Eckhoff, das sind ja die schnellsten. Und so schnell, dass sie die ersten 2 Kilometer schon absolviert hat. Gabriela Sokolova jetzt hier reinkommt zum ersten Schießen. Liegender Anschlag für sie. Und da hinten, da kommt schon Daria Domracheva und weitere Verfolgerinnen sind auch schon in Sicht.
Ja, sehr bewusster, ruhiger Rhythmus. Sehr eingeholt worden während des Schießens von Daya Domracheva, die schneller geschossen hat. Und jetzt sicher gleich auch an Gabriela Sokolova vorbeispringen wird. Da haben wir das Duell kurz nach dem Schießstand. Gehen sie hier beide raus. Und wo haben wir Franziska Preuß? So, die USA jetzt mit Strafrunde. Dann haben wir die junge Deutsche, 20 Jahre alt, vom Skiclub Park. Bin voll gespannt, hat sie erzählt, wie die WM abläuft. Sicher anders als bei den Olympischen Spielen. Das ist ihre erste WM. Vor 3 Jahren fanden hier die Junioren-Weltmeisterschaften statt. Da hat sie teilgenommen. Hat sie eigentlich von der Strecke her und so nicht ganz so gut in Erinnerung. Aber jetzt drücken wir hier ganz fest die Daumen, dass sie hier gut durchkommt. Die schnelle, sichere Schützin Franziska Preuß. Sehr ruhig geschossen, sehr gut hat sie das erledigt hier, diese 5 Ziele. Diese Ruhe ist ja ganz, ganz wichtig im liegenden Anschlag. Keine Bewegung groß in die Waffe bringen. Sehr konzentriert arbeiten, wie die Trainer immer wieder fordern. Also gute erste Schießeinlage von Franziska Preuß. 1,16 der Rückstand gewesen nach dem Wechsel. 1,23,6 jetzt. Und damit geht es für sie in die zweite Runde. Extra warme Klamotten mitgenommen nach hier, extra Skiunterwäsche, dicke Handschuhe, Unterhandschuhe noch. Zur Vorsicht, aber das wird sie wohl alles nicht benötigen, wenn die Temperaturen denn wirklich so bleiben wie angekündigt, so um die 0 Grad. Das ist für die Biathleten überhaupt kein Problem. Wir haben es ja angesprochen während des ersten Teils, aber schauen wir erstmal auf ihr erstes Schießen. Ein sehr schöner Rhythmus, sehr schnell hat sie geschossen, technisch perfekt. Das kann sie. Sie ist ja auch eine, die bereit ist, Risiko einzugehen in den Schießeinlagen. Gerade im Stehendanschlag werden wir es wahrscheinlich jetzt dann auch sehen. Denn sie will ja nicht weiter verlieren, sondern sicher ein paar Plätze vielleicht gut machen können. Und so langsam. Ob sie Zeit gut machen kann, das ist natürlich gegen eine Domracheva oder Sokolova oder jetzt Eckhoff. Das sind die ersten drei natürlich fraglich. Und mit Marie-Dora Aber und Kaiser Meckerinnen auf 4 und 5 sind ja, das sind jetzt lauter super Leute da vorne. Ja, und hier sehen Sie, da der Domracheva also in Führung. Schlittschuhschritt ist sie da vorbei marschiert. Gabriela Sokolova hat die Ski laufen lassen. Domracheva also vor Sokolova. Dann Eckhoff für Norwegen, dann Dorin. Aber auch zu beachten, die Französin ganz stark. Und an 5 Kaiser Meckereien. Also so langsam sortiert sich das Feld dorthin, wo wir es erwartet haben. Von den Favoriten her eben Weißrussland muss man sehen, wie die Männer hier zurechtkommen. Aber Tschechien ganz gewiss, auch Norwegen, auch Frankreich eben mit Jean-Guillaume Beatrice und dann vor allen Dingen mit Martin Fourcade an Position 4. Kaiser Meckereinen auf dem Weg nach vorne, hat ja das gelbe Trikot verloren. An sie hier, an Daya Domracheva, hat es lange getragen in der Saison, aber sie hier ist einfach in den letzten Wochen in einer unglaublich bestechenden Form gewesen. Ja, die technischen stilistischen Unterschiede sind halt hier sehr schön zu erkennen in diesem wirklich steilen Anstieg Sokolova gegen Domracheva. Da sieht man ganz einfach, dass Domracheva die beste Läuferin, die technisch beste Läuferin im Feld ist. Die anderen quälen sich, quaken sich da so ein wenig hoch. Also optisch quasi, man sieht es ja, wirklich. Ja. Und er hat sie auch wirklich ein paar Meter sich wegschieben können von Sokolova in diesem Anstieg da, in den letzten Metern quasi. Und die Einzige, die hier läuferisch mithalten kann, ist Kaiser Meckereinen. Die macht sogar ein paar Sekunden gut, technisch nicht gut laufend, aber in einer Frequenz auch, die eben dann doch wieder hohe Geschwindigkeit zulässt. Meckereinen sogar ein paar Sekunden schneller als Domracheva. Und wir schauen nach hinten leider. Erste Zwischenzeit für sie, für Franziska Preuß. Sie sehen es, Rang 16, 1,36,9. Der Rückstand wächst.
aber ganz klar vorne jetzt, du hast es gesagt, die schnellsten unterwegs im Frauenbiathlon. Daniel Böhm. Auch der war ein bisschen überrascht, dass er so früh nominiert worden ist. Aber die Athleten sollten sich einfach darauf einstellen können, auch mental, dass sie hier einen Start bekommen und in aller Ruhe das angehen konnten. Und jetzt ist die Frage, ob Franziska Preuß hier ein paar Plätze gut machen kann, wie sie hier durchkommt, wo ihr mit der 3 Valentina Semerenko, die vierte im Gesamtweltcup, auch eine richtig gute Läuferin. Ja, und Tobias Reiter ist voll auf Risiko eingestellt, geht da mit, animiert er seine Athletin Franziska Preuß mit Valentina Semerenko. Das ist mutig. Das wäre mutig. Sie muss es ja umsetzen. Ja, da sind sie doch ein wenig erstaunt, dass unsere beiden Damen so gar keine Chance haben. Natürlich vorne in Hochform mit Sicherheit Domracheva, Sukalova, Mekkarainen. Aber Franziska Preuß verliert 16 Sekunden auf 1,5 Kilometer. Das ist wirklich beträchtlich. Muss man ganz klar so formulieren. Also Domracheva mit der gewohnten Abfolge der Schüsse im stehenden Anschlag in der Mitte beginnen, dann nach links, dann nach rechts. Souverän auch dieser stehende Anschlag. Es ist schon außergewöhnlich, in welcher Form Daya Domracheva unterwegs ist. Auch Gabriela Sukalova. Zwei blitzsaubere Schießeinlagen. Und die Anfeuerung für Kaiser Mekkarainen. Ja, auch sie trifft hier alle fünf Ziele. Maridora Aber muss nachladen. Also Weißrussland vor Tschechien und Finnland. Das ist die Reihenfolge. Frankreich an vier bleibt unverändert. Tiril Eckhoff hat da wohl ein paar Probleme. Muss auch zweimal nachladen. Heißt also für sie 20 Sekunden, wenn sie es denn damit hinbringt. Franziska Preuß noch auf dem Weg zum Schießstand. Da haben wir die Norwegerin. Die kämpft jetzt gegen die Strafrunde. Ja. Da ist sie, die Strafrunde für Norwegen. Dreimal Weltmeister in der Mixstaffel zuletzt. Jetzt müssen sie in die Strafrunde. Österreicherin Innerhofer nach wie vor mit dabei im vorderen Spiel. Und jetzt also Franziska Preuß. Hier kann sie was gut machen, wenn sie durchkommt, wenn sie ein bisschen was riskiert, ihr schnelles Schießen ausspielen kann. Der dritte Schuss oftmals so ein bisschen ein Problem bei Franziska. Ja, sehr gut, aber auch hier kommt sie mit dem einen aus. Slowenien muss in die Strafrunde. Doch jetzt mehren sich die gelben Punkte da am Rand für die Fehler. Ganz klar, zwei Strafrunden jetzt schon für Slowenien. Da drückt sich einfach die Anstrengung aus dieser schwierigen Strecke. Da musst du alle Kraft aufwenden, um hier durchzukommen und technisch natürlich sehr, sehr sauber laufen, wie wir gesagt haben. Ja, und 30 Sekunden sind es geworden insgesamt vom Wechsel jetzt bis hierhin. 1,16 waren es jetzt, 1,46 für Franziska Preuß. Hinter ihr mit der 13 Elisa Gasparin. Gasparin Schwestern Aita und Elisa, die hier den Anfang bildeten ihrer Staffel. Da wird Benjamin Weger der Nächste sein, der ja auch in einer richtig guten Verfassung war während der Saison. Ja, und hier sehen wir ganz deutlich den Fehler hoch von Franziska. Sie war in einem Rhythmus, ich denke, sie war ein Tick zu schnell für diesen dritten Schuss, hat aber die Nerven unter Kontrolle, hat alles dann sehr gut gemacht. Einmal nachladen und weiter geht's. Und hat sich hier auf das erste Tableau gelaufen an Position 10. Das wollen wir schon mal vermerken. Also Weißrussland führt vor Tschechien und Finnland. Luise Kummer, die Startläuferin, da war sie noch unterwegs. Jetzt ist sie wieder bei Atem und bei Nils Kahr. Ja, Luise, das war ihr allererstes WM-Rennen. Sollte eigentlich ein besonderer Tag sein, der lange auch in guter Erinnerung bleibt. Was ist davon übrig nach drei Runden im Tiefschnee?
Also ich habe mich echt brutal gefreut, dass ich Mixstaffel laufen durfte. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Also ich war selbst total überrascht darüber. Ja, leider war die Strecke wirklich sehr, sehr tief. Und ich habe auch einiges da büßen müssen in jeder Runde. Wir können mal gucken hier. Sie haben die Bilder wahrscheinlich auch noch nicht gesehen. Ich habe dann versucht, am Stand natürlich das umso besser zu machen und da vielleicht auch ein bisschen was rauszuholen. Dadurch ist mir vielleicht der ein oder andere auch weggegangen dann. Aber sind das so Bedingungen, die gerade so Athletinnen, die sehr groß sind und mit durch die Kraft kommen im Langlauf, Gift sind für diejenigen? Ja, ich denke mal, ob man da wirklich, ob da jemand wirklich Vorteile hat, ist jetzt die Frage. Ich denke mal, da muss jeder durch. Und es gibt halt Athletinnen, die da einfach über den Schnee drüber gleiten. Mir ist es heute leider nicht so leicht gefallen. Aber ja, mal schauen, was noch geht heute. Ist das pure Quälerei dann? Naja, also ich denke mal, WM laufen zu dürfen, das erste WM-Rennen im Leben, da ist immer auf jeden Fall Spaß dabei. Aber wirklich schön war es nicht unbedingt. Glaube ich aufs Wort. Vielen Dank. Danke. Ja, und hier sehen Sie das Duell. Kaiser Mäkeräinen an diesem Anstieg hat sich absetzen können von der Französin Dorin Aber. Jetzt Gabriela Sukalova ein- und übergeholt. Finnland auf Position 2. Also wie immer im Weltcup Domracheva an 1 zuletzt und Mäkeräinen an 2. Dann Sukalova und dann Marie Dorin Aber, die ja so überragend zurückgekommen ist nach der Geburt ihrer Tochter im September. Adele heißt die Kleine und jetzt schon wieder im Weltcup wirklich hervorragende Leistungen gebracht hat. Zuletzt die 28-jährige Französin. 9 Rennen hat sie bislang bestritten, plus 4 Staffeln. Also das war so nicht zu erwarten und das gewinnt auch nicht jede. Da fliegt sie rüber. Schön mal zu sehen hier in dieser festen Einstellung. Überhaupt kein Hindernis, diese Brücke für Daya Domracheva. Kräftige Abstöße mit den Armen. Und jetzt sind also gleich die Herren der Schöpfung hier am Werk. Wladimir Cepelin wird der Erste sein. Und da dürfen wir jetzt gespannt sein, wie sich die weißrussischen Herren schlagen werden. Haben hier optimale Voraussetzungen. Cepelin ist der Erste, Liadov wird dann der Zweite sein. Ja, beide, Finnland und Weißrussland, mit dem schwächeren Teil jetzt dann. Die beiden Herren nicht so stark einzuschätzen wie die Tschechen und die Franzosen zum Beispiel. Und die Norweger sowieso, aber die sind doch schon ziemlich weit zurück. 1,27 Tiril Eckhoff. Und da haben wir nochmal Franziska Preuß hier mittendrin. Valentina Semerenko, die Ukrainerin, vorne mit der 3, ist da nicht weit weggekommen. Die Schweizerin ist an Franziska vorbeigegangen, hier kurz vorbeigehuscht. Die US-Amerikanerin, jetzt wird sie nochmal angefeuert, hier rüber, drüber ziehen. Ist auch immer ganz wichtig am Ende eines Anstiegs, das Tempo ein bisschen mitnehmen. Und Daya Domracheva also elegant, zielsicher und schnell die Weißrussin zurück im Stadion von Kontiolahti und wechselt auf Wladimir Cepelin, dessen Bestleistung in der Saison ein 18. Platz im Sprint von Oberhof nach dem Jahreswechsel also. Und Kaiser Mäkeräinen, die wechselt auf Ati Toivanen. Der wartet mit einem 38. Rang auf als Bestleistung. Nur, dass sie mal so ein wenig eine Orientierung bekommen, wie groß das Gefälle dort ist in Weißrussland und in Finnland. Gabriela Sukalova sinkt da in den Schnee für Tschechien, also jetzt Michal Slesinger. Und der wird sich da gleich auf die Verfolgung der Herren aus Finnland und Weißrussland begeben. So, Jean-Guillaume Beatrice für Frankreich hat übernommen von Marie Dorin Aber. Franziska Preuß. Auch sie muss beißen, kämpft. Vorbereitung bei bester Stimmung in der Mannschaft, das muss man schon sagen. Sagt, es war fast wie bei der Junioren-WM vor 2 Jahren. Die gleichen Leute, diese junge Mannschaft hier. Ähnliche Stimmung gewesen, aber das hilft ihnen natürlich heute überhaupt nicht. Müssen sich hier richtig quälen und durchkämpfen, um ins Ziel zu kommen. Mit der 18. Wechsel der Italiener haben wir gerade gesehen. Karin Oberhofer, also da ist jetzt Dominik Windisch unterwegs. Und jetzt nach der Strafrunde Johannes Tiniusbö, also
für Norwegen. Das ist der Stand. Nach dem zweiten Wechsel Weißrussland, 20 Sekunden die Führung vor Finnland, dann Tschechien und Frankreich. Da wird noch Bewegung reinkommen, da sind wir ganz sicher. Mit der Startnummer 5 geht jetzt Daniel Böhm in Position, denn da hinten nähert sich Franziska Preuß. Der Wechsel von Russland hier, Potschufarova auf Maxim Zvetkov. Auch da hätten wir vielleicht eher Yevgeny Garanichev erwartet bei den Russen. Und Daniel Böhm also mit schnellen Schüben macht er sich da auf den Weg. Die Herren also jetzt in der Runde 2,5 Kilometer lang. So, sie hat es geschafft. Erstes WM-Rennen. Und wir gucken auf diese Runde der Männer jetzt. Die im Prinzip gleich ist mit der 2-Kilometer-Runde, nur jetzt geht es geradeaus und macht einen Bogen, eine 500 Meter längere Schleife. Auch dieser Anstieg, den wir gesehen haben, die Schlüsselstelle ist dabei. Das ist also der Unterschied von der Herren- zur Frauenrunde. Sie ist 500 Meter länger. So, da haben wir den vierten Rang. Jean-Guillaume Beatrice als der Verfolger. 47,5 Sekunden. Sein Rückstand auf den führenden Weißrussen, auf Wladimir Tschepelin. Da haben wir ihn. Ja, der dürfte natürlich auch sehr motiviert sein, aufgeregt sein in so einer Situation. Das ist man ja nicht so oft bei einer WM als Führender zu laufen. Da will das Tempo schon auch richtig gewählt sein. Er ist motiviert, er verliert nichts gegen die Schnellen. Das ist natürlich schon ein erster Hinweis, ob es dann beim Schießen so gut ausgeht, das muss man mal abwarten. Aber sie haben gut trainiert in den letzten Wochen in Ruppolding, die Weißrussen, und sind gut in Form. Alfred Eder, der Österreicher, ja, der Trainer der Frauen vor allen Dingen, da ja Domracheva ja eben auch, haben sich also in Deutschland aufgehalten. Und das ist genau die Aufgabe für ihn da vorne. Der weiß natürlich, was da im hinteren Feld kommt und lauert und sich nähert. Also nicht zu überziehen jetzt zum Schießen hin. Sich nicht zu viel abverlangen, einschätzen können. Gibt keine Orientierung für ihn. Außerdem natürlich Hinweisen, die er an der Strecke bekommt. Da haben wir Daniel Böhm gesehen. 11. Position im Moment. Da haben wir Ati Toivonen. Hinter ihm Michal Slesinger. Rückstand gleich zur Spitze zum Weißrussen. Schlesinger konnte nichts aufholen. Ist ja die Frage eben auch, ob er das will, wie er dieses Rennen angeht. Eben, die sind ja alle unter dem Eindruck hier, die trainieren seit ein paar Tagen die Strecke in dem Zustand schon die ganze Zeit. Und da denkt sicher der eine oder andere mal drüber nach, wie mache ich das hier? Hau ich da richtig rein oder guck erst mal, wie es an dem Tag läuft. Überraschend schon, dass Jean-Guillaume Beatrice nicht angreift. Er hat 7 Sekunden verloren. Mit der 18 hier Dominik Windisch, der Italiener. Und dahinter Johannes Tinjes Bø für Norwegen. Also die Norweger ohne Emil Hekle-Svensen, ohne Ulaila Bjørndalen, die konzentrieren sich zunächst einmal auf Sprint und Verfolgung am Wochenende. Hier sollen es die beiden Bø-Brüder richten. Daniel Böhm legt dynamisch hier hoch. Hinter ihm Benjamin Weger, guter Gradmesser, schneller Läufer in dieser Saison. Links der Ukrainer mit der Startnummer 3, Sergei Semenov. 5 Sekunden hat Daniel Böhm gut gemacht auf Zeppelin. Schießen können sie alle, das ist klar. Und die ersten Verfolger sind da, also 5 Schuss, 5 Treffer für Wladimir Zeppelin. Ah!
Ja, sehr gut. Michal Slesinger am Schießstand quasi vorbeigegangen am Finnen, an Arti Toivanen, der hier begeistert gefeiert wird für seine 5 Treffer, zu Recht natürlich. Boah, schießt schnell. Stark, ganz gute Serie von Jean-Guillaume Beatrice, sehr schnell geschossen. Auch da kann man natürlich ein paar Sekunden einsammeln. Er ist ja auch so einer, der schnell feuern kann, der gerne mal riskiert. Auf dem Weg nach vorne Johannes Tenjespö. Läuferisch bis jetzt noch gar nichts gut machen können. Auch Jean-Guillaume Beatrice verliert wieder. Also ganz hervorragend, wie Schepelin das macht da vorne, der weiße Russe. Und ganz hinten in dieser Gruppe, die da ankommt, auch Daniel Böhm mit dabei. Zweite Position. Hinter Semenov kommt er da rein. Johannes Tenjespö ist schon durch. Goldenes Gewehr hat er mit. Italien muss nachladen. Jetzt so ein gutes Schießen wie beim Anschießen. Alles wieder soll so gut funktionieren. Er ist ja ein wirklich sehr, sehr sicherer Schütze. Nee. In der Rennsituation gelingt es dann doch nicht ganz so gut. Einen Nachlader für ihn, jetzt verhakt er sich da auch noch. Nochmal absetzen das Gewehr, neu aufsetzen. Weitere Sekunden, ärgerlich für Daniel Blöhm, die dort in den Schnee gehen. Da hat sich der Unterstützungsriemen, der Haken des Unterstützungsriemen, an der Startnummer verhakt. Kommt selten vor. Aber ihr ist passiert und wir haben es gesehen, das kostet Zeit und Plätze. Er hätte auch ein paar Plätze weiter vorne landen können. Schade, die ganzen Bemühungen jetzt, ja, aus der ersten Runde, die waren alle ja umsonst. Muss er sich jetzt im Prinzip alles neu erarbeiten und erkämpfen. Daniel Böhm hinter ihm mit der 7 Lowell Bailey für die USA. Der Mann vom SC Buntenbock. Nove Miesto, bei der letzten Mixstaffel war er mit dabei an Position 3. Ebenso also wie hier. Und da können wir nochmal über seine Schulter schauen. Und wir sehen das beim Aufstehen. Zack, da verhakt sich dann der Unterstützungsriemen, der Haken des Unterstützungsriemens, ja. Das hat er schon mal gehabt in Oslo. Und das kostet dann alles Zeit. Und er hat dann diese 8 Sekunden, die er gut gemacht hatte bis zum Schießen, dann wieder verloren. Ja, und Andreas Spitzel da draußen, der Trainer, der Disziplintrainer, der ja sonst immer so temperamentvoll jubelt, an der Stelle dann doch Zähne knirschend nimmt er das zur Kenntnis, dieses Missgeschick von Daniel Böhm, im Übrigen gestern Geburtstag gehabt. Andreas Stitzel, also ein 12. Rang im Moment für die deutsche Mannschaft. Insgesamt 4 Nachlader, das hält sich absolut im Rahmen. Und dennoch kostet es eben jeweils wieder Zeit. Mark Kirchner am Glas, links daneben Gerald Hönig, beim Cheftrainer Johannes Tenjespö. Norweger gewannen die Mixstaffel in Nove Miesto. Es gab ja nur 2 in dieser Saison. Und hier sehen wir einen Stockwechsel von Jean-Guillaume Beatrice, der da ein Problem hatte. Die Franzosen, die anderen Sieger neben den Norwegern zum Auftakt in Östersund. Und hier vorneweg nach wie vor der Weißrusse Wladimir Czepelin. Und Schlesinger kommt nicht entscheidend näher. Er kommt etwas näher. 5 Sekunden hat er bei der letzten Zwischenzeit gut gemacht auf Czepelin. Aber so richtig ran kommt er im Augenblick noch nicht. Es waren beim letzten Schießen 27,2 und bei der letzten Zwischenzeit 22,1. Und jetzt ja, 21,3. Also im Anstieg konnte er nicht viel gut machen, Schlesinger auf Czepelin. Also der Weißrusse bestens vorbereitet auf diese WM. Wollen ihm ja nicht
recht tun. Ati Toivanen, der sich hier hochkämpft. Jean-Guillaume Beatrice, den wir unten dann gesehen haben in der anderen Einstellung. Da hinten links kommt der Franzose. Und ganz unten dann schon Johannes Tinius-Bö, der jetzt versucht, da möglichst viel Geschwindigkeit mit in den Anstieg reinzunehmen. Jean-Guillaume Beatrice hat Optik, der hat Schwierigkeiten. Der hat schon von der ersten Runde an hier den Anstieg hoch Schwierigkeiten. Ganz springt anders, ganz anders, ja, ja. Ganz anders Johannes Tinius-Bö, der hier wirklich Gas gibt, auch im Anstieg. Eine seiner Lieblingsstrecken ja hier. Er hat letztes Jahr alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt auf dieser Runde. Ins 19. Rückstand war 1,27 nach dem Schießen für Bö. Da haben wir den Österreicher, der Vier da hinten für Russland, Maxim Zvetkov. Noch hinter Daniel Böhm zurück. Da wird es am Ende Anton Schipulin richten müssen, wenn dann nicht der Abstand schon noch viel zu groß ist, wie wir hier sehen. Für Russland und eben auch für das deutsche Team. So, da sind wir wieder am Schießstand. Stehender Anschlag. Ah, Pech hier beim ersten Schuss. Der war weit, der war weit weg. Ja. Ja, zieht aber durch. Schießt schnell. Sieht man es deutlich, einen Randfehler hier beim ersten Schuss. So, jetzt muss er treffen, sonst geht es in die Strafrunde für Weißrussland. Chance für Michal Slesinger. Der Russe, der Weißrusse hält sich vorne, aber Michal Slesinger, wenn er jetzt trifft. Nee, jetzt muss auch er nachladen. Da hätte er sich richtig nah ranschieben können. Aber jetzt braucht auch er noch einmal diese 10 Sekunden. Und auch da kommen noch welche dazu. Also Vorteil für Weißrussland. Auch er hat zwei Nachlader gebraucht. Alles also beim Alten an der Spitze vorne. Jetzt bin ich mal gespannt auf Johannes Tinius-Bö. Die Scheiben sind eingeblendet, wie er jetzt arbeitet. Blicken wir ins Gesicht des Finnen. Der hat es jetzt auch geschafft. Ja. Johannes Tinius-Bö hat wieder so eine schnelle Einlage hingelegt. Und er hier, Jean-Guillaume Beatrice, hat die Strafrunde gerade soeben verhindern können. Sind wir noch ganz ordentlich am Schneien und jetzt kommt Daniel Böhm hier rein. Endlich mal ein fehlerfreies Schießen jetzt. Das wär's. Das würde helfen. Alle fünf Scheiben, 11,5 cm jetzt im Durchmesser, im stehenden Anschlag, gleich auf Anhieb zu erledigen. Österreich hält sich hervorragend. Grossecker, null Fehler und es kommt dann Simon Eder und ja, Daniel Leinen Nachlader auch wieder. Jawohl. Also sie können ihre Stärke am Schießstand heute nicht ganz ausspielen, muss man einfach so sehen. Alle mit Nachlader, keiner kommt hier durch, eigentlich das Fundament. Für Luise Kummer, für Franziska Preuß und eben auch für Daniel Böhm. Gleich eben mit zwei Nachladern. Festzuhalten ist aber, dass Daniel Böhm hier ganz hervorragend läuft. Ja. 1,43 nur der Rückstand noch. Nur ist jetzt relativ natürlich, aber er macht Zeit gut auf die Spitze. Das ist schon mal wichtig und ganz knapp war dieser Fehler rechts tief. Schade, ja, das ist ja oft Sieg und Niederlage oder Erfolg und Misserfolg. Ein Millimeter kann da entscheidend sein. Er macht es ja hier gut. Ja, da klatscht dann Andreas Stitzel. Ja. War eine gute Leistung, ist nach wie vor eine gute Leistung von Daniel Böhm. Und jetzt auf der letzten Runde kann er schauen. Ja, auf 6 nicht, aber auf 7 kann er vielleicht mal hinschmecken. Aber immerhin ist er jetzt schon auf Position 9. Das ist die beste Platzierung für die deutsche Mannschaft im Moment bislang in diesem Rennen. Und Franziska Preuß, die wir hier angestrengt und konzentriert in der Abfahrt stehen, beantwortet jetzt gerne die Fragen von Nils Kahr. Ja, Franziska, natürlich fragen wir uns alle, mit welchen
Eindrücken Sie von Ihrer WM-Premiere zurückkommen? Manchmal reicht ja eine Geste oder sagt eine Geste mehr als 1000 Worte. Wir haben mal geschaut, als Sie im Ziel waren, hieß das, Trainer, mehr ging halt nicht? Ja, teils. Also läuferisch war schon echt hart, aber da ist die Strecke, gibt einfach im Moment nicht mehr her. Das ist einfach echt tief, aber da müssen alle durch. Und ja, vom Schießen bin ich eigentlich schon voll zufrieden mit einem Nachlader. Und ja, ich habe nicht die typischen Fehler gemacht, die ich sonst immer mache. Und ja, ist jetzt teils. Und ja, für den Einstieg war es jetzt ganz in Ordnung. Und dran ist noch Steigerungspotenzial. Die Medaillen sind sehr weit entfernt, außer Sichtweite, muss man sagen. Sind Sie tatsächlich in dieses Rennen gegangen, Sie alle vier, mit der Ambition, wir gucken mal, ob wir da eine holen können? Oder war das eher so, na, wir schauen mal, wie es geht bei diesen Bedingungen? Also ich persönlich bin jetzt schon mal rein oder so in das Rennen gegangen. Ja, ich schaue jetzt einfach, wie es geht, weil die letzten Wettkämpfe ja doch jetzt schon ein Stückchen weg sind. Da kann ich jetzt nur für mich sprechen, ich weiß nicht, wie die anderen sind. Wir haben uns natürlich immer gegenseitig wieder gepusht und motiviert und halt geht was. Und, ja. Manchmal muss man dann aber auch akzeptieren, dass es eben anders kommt, ne? Ja, es ist ja jetzt nicht total schlecht. Ich meine, jetzt sind wir wieder in die Top 10 drinnen. Und ja, wenn wir noch ein, zwei Plätze nach vorne gut machen können, die Männer sind stark. Und die WM ist auch noch lang. Vielen Dank. Und zurück an der Spitze dieser Mixed-Staffel, die führenden Nationen nach wie vor, also der Weißrusse Čepelin vor Michal Slezinger aus Tschechien. 22,2 Sekunden der Rückstand. Nach dem Schießen jetzt nur noch 15,0. Genau. Dann auf dem Weg nach vorne Norwegen, die Finnland überholt haben. Johannes Tinjesbø gibt hier Gas und da siehst du, was der Kerl drauf hat. Ja, und trotz der Strafrunde jetzt also schon wieder auf der dritten Position. Hat die Mannschaft hier wieder nach vorne gebracht, Johannes Tinjesbø. Bin sehr gespannt, wie die norwegische Mannschaft insgesamt drauf ist, gerade die Männer, die ja zuletzt sich rar gemacht haben, krank gewesen sind auch zum Teil, in Oslo gar nicht gelaufen sind, in der Heimat, Emil Hegle Svensson, sind wir sehr gespannt. Jetzt auch Frankreich vorbei an Finnland. Finnland büßt jetzt natürlich, das war zu erwarten, ein wenig ein. Da unten kommt schon Daniel Böhm, der einige vor sich hat. Er läuft wirklich gut, der Daniel. Er macht hier ein gutes Rennen. Das muss man ihm schon bescheinigen. Das machen wir auch gerne. Er greift diesen Einsatz hier beim Schopf und zeigt sich den Trainern. Schau, der schaut gut aus. Geht ja, wie gesagt, immer wieder um Einsätze, auch in den übrigen Rennen noch. Und er gibt hier wirklich alles. Da haben wir schon ganz andere hier hochkrappeln sehen, kriechen sehen. So wie schnell, wie er hier hochkommt. Achte Position jetzt schon. Mach doch auf die Spitze Zeit gut. Jawohl. Sehr gut. Nicht aufgeben in einer Staffel, weiß man nie, was passiert. Genau. Da kann alles Mögliche geschehen. Und es ist auch fürs eigene Ego natürlich gut, eine gute Staffel zu laufen, unabhängig davon, wie die Endplatzierung ist. Wenn ich sehe, auf der letzten Runde, ich konnte dagegenhalten, das motiviert für gegebenenfalls einen späteren Einsatz. Eben, und da sind wir ja auch gespannt, was wir von Benedikt Doll zu erwarten haben. Auch in dieser Hinsicht die ersten Wechsel jetzt. Also Weißrussland, Juri Ljadov unterwegs. Und für Tschechien kommt jetzt Andrej Moravec. Oh, schnell kommt er an, der Michal Slezinger. Und da steht er zum ersten Mal. Martin Fourcade, der Franzose, der hier Ausschau hält und wartet. Und der natürlich aufs Podest will, das ist doch überhaupt gar keine Frage. Vor ihm Tarje Bö, der sich hier bereitstellt, auf den jüngeren Bruder wartet, der hier ein richtig gutes Rennen abgeliefert hat, sowohl am Schießstand als auch läuferisch die beiden Komponenten optimal zusammengebracht hat bei dieser WM. Das Team zurückgeführt hat auf die dritte Position, 44,9 Sekunden ihr Rückstand. Der 26 überrundete Läufer aus Korea. Und jetzt also Arm ausgestreckt. Komm her, gute Minute sind sie hinten dran. Gut 20 Sekunden hinter dem ersten Podestplatz, hinter Norwegen. Ja, der will los. Wie ein Rennpferd, Martin Fourcade. Dem ging das jetzt nicht schnell genug. Er hat schon Tempo aufgenommen. Und hier kommt Daniel Böhm.
sieht es ihm richtig an jetzt. Er holt das allerletzte aus sich raus. Der Finne wechselte jetzt auf Position 5. Dann für Österreich Simon Eder, ja auch stark vertreten. Lukas Hofer, der Südtiroler, für Italien. Und er hat hier wirklich ein paar Plätze noch gut machen können. Daniel Böhm. Und jetzt kommt die nächste kleine Wundertüte mit Benedikt Doll auf dieser vierten Position. Für alle überraschend, da ging ein Raunen gestern durch die Kollegenschaft der Journalie, als sie hörten, was Benedikt Doll läuft auf der Position 4. Ein Kämpfer vor dem Herrn ist er. Und wenn das hier alles gut für ihn läuft, da kann der schon was reißen. Das hat er bewiesen während der Saison, wo er sich reingekämpft hat in die Mannschaft von Marc Kirchner und Andreas Stitzel. Also 8. Rang jetzt für die deutsche Mannschaft. Na, 16 Sekunden sind es hinter Italien. Vorne weiter Weißrussland vor Tschechien und Norwegen. Dann Frankreich auf Position 4. Halbe Minute, ja. Hinter dem Podest Martin Fourcade. Ja, immer noch ordentlich außer Atem, während davor Jean-Guillaume Beatrice schon wieder ganz ruhig unterwegs ist. Ja, Daniel Böhm ist zu Recht etwas ausgepumpt. Er war nur 12 Sekunden in der Laufzeit hinter Johannes Tinjes Bö. Wenn man die Vorgeschichte aus dem Winter kennt, die Laufleistungen von Daniel Böhm kennt, dann weiß man, dass das ein sehr, sehr gutes Rennen von Daniel war. Also wirklich Gratulation, wenn er nicht noch diesen Verhakler gehabt hätte mit seinem Gewehr. Natürlich, wenn hätte, aber. Ja. Aber so etwas ist ja nicht üblich, dass man so einen Verhakler da hat. Dann wären es vielleicht nur 4-5 Sekunden gewesen. Also ganz hervorragend gelaufen. Die 1 steht noch für eine Minute Rückstand. Eine Minute, 1,5 Sekunden sind es jetzt für Martin Fourcade. Lukas Hofer da links hinten mit der 18. Vorne die 16, das ist der Finne Olli Kitensalo. Der jetzt sicher noch ein, zwei Plätze nach hinten durchgereicht werden wird. Da haben wir wieder den Koreaner, dritter Startläufer, überrundet. Und hier haben wir Benedikt Doll, den 24-jährigen Schwarzwälder aus Hinterzarten. Der hier angetrieben wird, darüber zu ziehen. Novo Mesto mit dabei gewesen bei der Mixstaffel. Staffel hat er noch keine bestritten, ansonsten mit den Männern. Und Liadov vorne weg und dann aber André Morawetz. 6,1 Sekunden sind es nur noch. Ja, der frisst sich jetzt dahin, Meter für Meter. Morawetz mit Sicherheit der stärkere Athlet. Da müsste schon viel schief gehen, aber da hinten, da kommt Johannes Tinjes Bö, es geht ja um die Medaillen und natürlich Martin Fourcade noch. Tarje Bö, haben wir hier den älteren Bruder. Ja, die beiden machen es uns nicht leicht. Johannes hatte die verdiente Ruhe und Tarje Bö jetzt also im Kampf. Der weiß, da hinten kommt Martin Fourcade. Da haben sie es in der Perspektive. Dazwischen ein weiterer überrundeter Läufer aus Großbritannien. Lee Steve Jackson ist das. Und hier ganz cool, wie er da hochspringt, wie wir ihn kennen, Martin Fourcade. Jetzt hat er die Minute ausgelöscht, 54,9 Sekunden sind es noch. Aber auch Tarje Bö, 37 Sekunden nur noch Rückstand, holt auch auf, hatte 7 Sekunden gut gemacht auf die Spitze. Es wird enger vorne. Ja. Und er hat angekündigt hier, Benedikt Doll, ich werde überhaupt nicht versuchen, da zu zaubern. Ich mache das, was ich kann. Simon Eder. Sechste Position. Und da unten kommt Benedikt Doll. Ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hat Andreas Stitzel da an den Schießstand durchgegeben. So richtig ins Laufen kommt er noch nicht, der Benny. Identischer Zeitrückstand, ja. Aber auf den Weißrussen, auf Liadov, wie beim Wechsel. Und die ersten beiden sind also am Schießstand. Nach 2,5 Kilometern liegender Anschlag für Liadov und Morawetz.
So, jetzt muss auch der Weißrusse nachladen. Tarje Bö ist da. Ja, schaffen beide. Morawetz geht mit raus auf die zweite Runde direkt mit dem Weißrussen. Und das sind die Verfolger. Tarje Bö vorne und dahinter Martin Fourcade. Tarje Bö muss die Flucht nach vorne ergreifen, muss riskieren. Macht er auch, macht er super. Er will Gold und ja. Er weiß, da hinten kommt ja auch einer, der richtig rennen kann mit Martin Fourcade. Und der auch Gas gibt, nicht nur auf den Skiern, sondern auch hier. Boah, das sind schon beeindruckende Leistungen von Tarje Bö und Martin Fourcade, die sich hier hinlegen, schnell feuern, alle Ziele treffen. Im Geschäft bleiben, Tarje Bö 19,4 Sekunden, jetzt noch hinten dran, hat fast halbiert seinen Rückstand. Und Martin Fourcade, schauen Sie hin, das war mehr als eine Minute, auch der hat sich um mehr als eine halbe Minute rangeschoben da nach vorne. 11 Sekunden sind es noch zum Podest hin, also da ist noch alles möglich für Martin Fourcade. Und was geht noch für die deutsche Mixstaffel, für Benedikt Doll? Sehr schnell hat Eder geschossen. Konnte Italien dadurch überholen? Ja, gut, endlich mal. Ohne Nachlader, Benedikt Doll. Sehr gut. Jetzt nicht weiter Zeit vertrödeln. Stöcke mitnehmen, rausgehen. Sehr gute Schießeinlage, ganz, ganz, ganz wichtig. Simon Eder also 5. Position. Mit der 18 Lukas Hofer für Italien. Und da haben wir den Überholvorgang jetzt an der Spitze, also Andrej Morawetz vorbei am Weißrussen. Er hat da fairerweise nicht die Tür zugemacht, sondern ihn durchgelassen. Und das der Abstand nach hinten zu Tarje Bö. Und ganz hinten kam Martin Fourcade. Wir gehen schnell mal runter. Daniel Böhm ist da, bitte. So ist es, Christoph. Daniel, wie läuft man ein beherztes Rennen, so wie es Ihnen gelungen ist, obwohl die Medaillen nicht mehr zu erreichen sind? Ich glaube, wenn man am Start steht und eine Nummer oben hat, da gibt man immer Vollgas. Also es wäre blödsinnig, da schon vorher einen Haken dran zu machen. Und so weit weg waren wir jetzt auch nicht, wenn man Richtung Platz 6 sich mal orientiert. Klar sind wir hier an den Start gegangen, um die Medaille mitzulaufen. Aber es kann nicht immer klappen. Und ich denke mal, jetzt liegen wir wieder ganz gut im Rennen. Der Schnee ist unheimlich tief, macht die Sache sehr, sehr schwierig. Kann man sich durch eine irgendwie angepasste Lauftechnik trotzdem einigermaßen durch diese tiefen Bedingungen retten? Ja, ich glaube, man muss versuchen, nicht zu sehr die Frequenz hochzuschrauben, ins Wühlen zu kommen, weil da läuft man sich fest, und trotz des tiefen Schnees noch versuchen, den Ski einigermaßen zum Laufen zu bringen. Und das hat ganz gut geklappt heute. Ich hatte auch super Material an Füßen, muss ich dazu sagen. Und von daher haben wir das Beste draus gemacht. Warum ist es manchmal schwierig, das Gewehr unfallfrei auf den Rücken zu kriegen? Ist da irgendwo noch eine Waschanleitung dran? Ja, ich glaube, da muss ich noch mal kräftig üben. Das ist jetzt mittlerweile das dritte Mal in dieser Saison. Und ich habe schon am Tragegestell extra was verändert, um das zu vermeiden. Jetzt bin ich wieder hängen geblieben. Also, ja, keine Ahnung, woran das liegt. Alles überflüssige Abschneiden. Vielen Dank für den Moment. Ja, Dankeschön. Und wir springen wieder zurück zu Tarje Bö, dem Dritten, der hier den Verfolger im Nacken spürt, Martin Fourcade. Jetzt ist er schon unter einer halben Minute dran an der Spitze, an der anführenden Mannschaft aus Tschechien, an Andrej Morawetz. Der aber den Vorsprung jetzt nicht kleiner werden lässt. Also weder Bö noch Fourcade können irgendwie aufholen im Augenblick. Juri Liadov hält sich da an den Skienden von Andrej Morawetz, versucht da mitzugehen. Hinten dran überrundeter Läufer. Nichts mit dem Renngeschehen ganz vorne zu tun. Also momentan läuft alles nach Plan für Tschechien, könnte die erste Goldmedaille werden, aber noch muss einmal geschossen werden. Und da hinten, da lauern eben die beiden. Und wenn die wieder so gut schießen, so schnell, Tarje Bö und Martin Fourcade, dann ist auch für die beiden noch alles drin. Benedikt Doll jetzt im Augenblick auf Rang 6 schon vorgelaufen, hat Lukas Hofer überholt. Sie haben also nur die Plätze getauscht, noch kein großer Vorsprung. Hier sehen wir den Benedikt Doll in der möglichst optimalen Abfahrtshocke. Windschatten will er keinen spenden. Ja, es
er läuft nicht schlecht, der Benedikt. 1,18 der Rückstand. Also schon sehr gut. War die deutsche Mixed Staffel schon viel, viel weiter weg. Ist ja das 10. Mixed Staffelrennen bei einer WM. 6 Medaillen gab es bislang für die deutsche Mannschaft. Genauso viele wie für sie hier für Norwegen. Die meisten Medaillen eingesammelt. Zweimal Gold, einmal Silber, dreimal Bronze in Ruhpolding 2012 zum letzten Mal. Die letzte Medaille für eine deutsche Mixstaffel und Martin Fourcade im Angriffsmodus auf Tarje Bø. Es wird jetzt für Frankreich und Norwegen schwierig, hier nach vorne was zu reißen. Da geht es jetzt um die Bronzemedaille. Ja. Vieles hängt vom Schießen ab, wie so oft beim Biathlonsport. So langsam spitzt sich das Rennen hier zu auf die Entscheidung. Die erste bei diesen Weltmeisterschaften in Kontiolahti. Und wieder hier rauf leidet man ein wenig mit den Athleten. Aber schauen Sie den letzten dieser Gruppe an hier. Daniel. Benedikt Doll ist natürlich, das ist etwas, was er kann, was er auch nicht liebt, aber er kann sich dadurch quälen. Und er hält sich ganz hervorragend mit 1,209. Beim Wechsel war ja der Rückstand 1,42,4. Also hat schon deutlich Zeit gut gemacht. Jetzt hoffen wir, dass er natürlich, wenn wir uns das Anschießen in Erinnerung rufen, hier gut durchkommt im Stehendanschlag. Und hier vorne nähern wir uns wahrscheinlich der Entscheidung. Da hinten kommt Tarje Bø. Vorne also André Morawetz. Ein ganz besonderes Schießen. Und schauen Sie hier, Martin Fourcade nutzt die Innenbahn vorbei am Norweger, an Tarje Bø auf Position 3. Frankreich, was machen die beiden hier vorne? Geben Sie denen da hinten noch eine Chance? Fehler Tschechien, er muss nachladen. Michal Slesinger. Da hinten kommen die beiden. Erfahrener Athlet. Aber dennoch, es ist immer diese Situation. Hier geht es um alles. Tschechien trifft. André Morawetz bleibt in Führung. Nachlader für Weißrussland. André Morawetz ist weg. Ist er der Verlierer jetzt hier? Zweiter Nachlader. Gehen beide vorbei, Norwegen und Frankreich. Ja, Frankreich ist weg. Martin Fourcade zweiter, Tarje Bø an drei. Weißrussland mit Liadov bleibt hier hängen beim allerletzten Schießen. So kann es gehen. Ganz, ganz lange vorne mitgemischt. Und läuferisch kann er den beiden jetzt eigentlich nur hinterher schauen. Da kann er eigentlich nicht mit. Und Martin Fourcade ist hier schon ein paar Meter weggesprungen von Tarje Bø. Also ist das Ding hier gelaufen. Wie weit ist der Rückstand? 18,2 Sekunden auf André Morawetz. Und wir konzentrieren uns aufs letzte Schießen. Haben wir Martin Fourcade, wie wir ihn kennen. Dynamisch, kraftvoll. Hinter ihm Tarje Bø, der versucht da unbedingt mitzugehen. Lukas Hofer sehen wir da kurz unten eingeblendet. Die Scheiben von Benedikt Doll. Und jetzt sehen wir ihn auch. Beginnt gleich mit einem Fehler. Wieder ein Nachlader, nochmal 10 Sekunden. Schnell hat er geschossen. In seinem ersten WM-Rennen. Ja, auch den trifft er. Kommt hier mit einem Nachlader durch. Also insgesamt die beiden Männer mit einem guten Rennen. Lassen die deutsche Mixstaffel hier mit einem blauen Auge davonkommen. Da wird es Diskussionen geben. Noch einmal um die Aufstellung. Ganz klar, man will hier in jedem Rennen um die Medaille mitlaufen. Aufpassen, auf den Skiern bleiben mit dem Schwerpunkt. Also, vorne jetzt geht es um die Podestplätze. Benedikt Doll auf dem 6. Rang, haben sich also weit eigentlich nach vorne geschoben. Und wer steht jetzt vorne gleich auf welchem Podiumsplatz? Gewinnt Tschechien hier die Goldmedaille nach Bronze in Novo Mesto, nach Silber in Sochi bei den Olympischen Spielen. Jetzt die Steigerung, die nächste Stufe erklettern. Schauen wir nochmal über die Schulter von Benedikt Doll. Schön, dass er nach diesem Fehler, den er hier macht, die Ruhe bewahrt, dass er hier die nächsten 4 Schüsse trifft. Da haben wir schon andere Schießeinlagen gesehen, auch von Benedikt Doll, der das zunehmend besser macht und geht hier
mit dem Ersatzschuss sauber raus. Ja, ja. Kann er zu Recht applaudieren. Ja. Das wird jetzt aber eine ganz harte Runde für den Benedikt, denn er muss gegen Lukas Hofer laufen und auch Nordgren. Der Amerikaner ist relativ nah noch da. Da muss er sich wehren, dass er den sechsten Platz behält. So, jetzt gehen wir mal nach vorne an die Spitze. André Morawetz. Wo bleibt Martin Foucault? Hinten taucht er auf, aus dem Schatten raus, ins Licht. Aber auch André Morawetz ist ja nicht etwa ein langsamer, ein schlechter. Also da scheint das Verhältnis hier hinten klar zu sein. Martin Foucault, da kommt Tarje Böe nicht mit. Aber geht da noch was nach vorne? 3 Sekunden hat er aufgeholt, wenn ich es richtig weiß. Ja, richtig. Also an 1 Tschechien, dann Martin Foucault an 2, Tarje Böe an 3. Und schau, Liadov wehrt sich. Ja. Er wehrt sich gegen Tarje Böe. Ist hier diesen Anstieg zumindest sehr motiviert hochgegangen. Da sind es nur 5 Sekunden. Knapp 6 Sekunden, ja. Ja. Für den Weißrussen. Sehr gut, Österreich. Gratulation an Österreich, Rang 5. Ganz toll. In dieser Mixed-Staffel Simon Eder. Wir haben es angesprochen, Dominik Landertinger, der ja auch krank gewesen ist während der Saison, schont sich hier noch in diesem Rennen. Konzentration also auf die Einzelentscheidungen im Sprint, dann in der Verfolgung. Da haben wir das Pärchen, das angesprochene Benedikt Doll vor Lukas Hofer weg, dem Südtiroler. Ja, die können sich schon befeuern, die zwei. Die können sich da schon ein wenig gegenseitig pushen. Tempo hochhalten! Hochhalten! 20 Meter hinter die USA! Lukas Hofer ist natürlich ein extrem guter Bergläufer, aber auch Benedikt Doll. Die beiden sind im Sommer den Berg an extrem stark. Und das wird jetzt auf diesem letzten harten Anstieg für die beiden richtig mörderisch. Und vor allen Dingen in die 350 Meter danach bis ins Ziel. Das ist nämlich so eine Besonderheit hier. In Kontiolahti Richtung Ziel, das ist richtig hart. André Morawetz. So, jetzt schauen wir gleich mal auf die Zeit. 15,2 Sekunden waren es, aufs Tarje Böe waren es 21 Sekunden. Das sind die drei Verfolger hier. Links Martin Foucault, rechts Tarje Böe, links dahinter dann nochmal der Weißrusse. Kann der vielleicht doch nochmal? Wenn Tarje Böe hier blau geht, wie die Biathleten sagen, eingeht. Der sieht ganz schön kräftig aus. Schnelle, dynamische Schritte, springt hier hoch. Der Weißrusse Liadov ist das Podest, die letzte Stufe doch noch nicht ganz. Ja, Tarje Böe schaut da unter seinem Arm durch. Wo kommt der Weißrusse? Hat doch ein bisschen Angst. Ja, zu Recht. Respekt. Ja. Aber ja. Ja, jetzt sieht man es in der Perspektive, hat das, glaube ich, ein bisschen besser schau. Gesehen. Schau, Benedikt Doll, er hängt den Lukas Hofer tatsächlich ab. Unglaublich. Und jetzt kommt der erste Anstieg. Ah, ganz toll, Benedikt. Seine typische Art. Ah, da bin ich jetzt gespannt. Immer ein wenig unruhig mit dem Kopf. Aber hat heute alle Sinne beisammen. Seine Mutter sagt ja immer so ein bisschen, manchmal ist er ein bisschen verpeilt, ein bisschen verplant. Aber heute ist alles gut. Heute ist er im Plan, Benedikt Doll. Und das ist der Jubel hier für Tschechien. Wir haben es geschafft. Wir haben es hier wahrgemacht. Wir haben es uns vorgenommen. Sind hier mit den besten Vieren an den Start gegangen. Das ist eine klare Medaillenchance für Tschechien gewesen. Und sie haben es genutzt. Ich habe es gesagt, nach Bronze in Novo Mesto, Silber in Sochi jetzt. Gold für Tschechien. Die erste Entscheidung also geht nach Tschechien. Mit Veronika Witkova, die den starken Anfang gemacht hat. Gabriela Sokalova, dann Michal Slessinger und André Morawetz hat es gegen diese starke Konkurrenz ins Ziel gebracht. Martin Foucault fährt die erste Medaille am Ende ein. Für Frankreich mit Bescon, Marie-Dorin Aber, Jean-Guillaume Beatrice und Martin Foucault in der ihm eigenen Art springt er gleich wieder aus den Skiern. Und Tarje Böe, trotz Strafrunde, wollen wir nicht unerwähnt lassen. Norwegen also auf dem Podest, auf dem dritten Rang. 3-mal Gold bei den letzten 3 Weltmeisterschaften. Jetzt also Bronze mit der Mixed-Staffel. Fanny Welle-Strandhorn, Tiril Eckhoff, Johannes Tinjes Böe und Tarje Böe. Ja, der ist kaputt. Das wird hier eine anstrengende Sache, diese Weltmeisterschaften. Und Rang 4 also für Weißrussland und ein guter 5. Platz für Österreich und Benedikt Doll. Jetzt schaut er sich mal um, ob Lukas Hofer ihm da noch folgen kann. Schafft hier am Ende
den sechsten Rang. Also noch einmal blaues Auge aufs Podest. Hat's nicht gereicht. Insgesamt muss man sagen, war es eine mutige Aufstellung der deutschen Trainer. Eine überraschende Aufstellung, schon früh festgelegt im Trainingslager. Aber in der Gesamtkonstellation für alle Rennen über die WM gesehen, nachvollziehbar zumindest. Klar gibt es immer das Argument, das ist eine WM und da müssen die Besten ran, wenn es um die Medaillen geht. Aber die Konkurrenz ist derart eng in der Qualität, derart eng beieinander. Da wird der Kampf um die Medaillen sehr, sehr hart werden in den einzelnen Disziplinen. Jetzt die Anfeuerung für den Finnen Toivanen, der sich hier behauptet gegen Anton Schipulin. Der, nehme ich mal an, das vielleicht nicht ganz so ernst genommen hat, die letzten Meter, da die Staffel für Russland dann doch ein wenig in die Grütze ging. 2 Minuten Rückstand, Rang 10. Diesen Untergrund liebt Anton Schipulin überhaupt nicht. Und die Einstellung hatten nicht nur die Journalisten und die Trainer, auch er selbst. Er mag das nicht und dann ist es schon schlecht und schwierig, wenn man mit so einer Einstellung in ein solches Rennen geht. Auch wenn es nur jetzt für die Russen aus russischer Sicht die Mixstaffel ist. Das ist dann eigentlich unnötig verschwendete Energie. Und insofern, glaube ich, haben das unsere Trainer schon ganz vernünftig gemacht, dass sie hier diese Mannschaft aufgestellt haben, wie sie es eben getan haben. Und Gabriela Sokolova, wie sie leibt und lebt. Gleich am Handy, da geht's in die Heimat. Der erste Anruf, auch Veronika Vítková, die stärkste Tschechin ja in dieser Saison im Weltcup. Die freudige Kunde in die Welt tragen, nach Hause. Goldmedaille also für Tschechien in dieser Mixstaffel. 13. Rang am Ende für die Schweiz. 3 Minuten, 6,2 der Rückstand. 7 Nachlader haben sie gebraucht. Ohne Strafrunde. Polen auf Rang 14. Krzysztof Pliwaszczyk. Und noch einmal hier der Auftritt. Die letzten Meter für Andre Morawiec. Die Bestätigung. Dann mit der Fahne einlaufend über den Zielstrich, den Moment genießend. Wir waren die Stärksten heute, wir haben es allen gezeigt. Wir stehen heute ganz oben, also Gratulation noch einmal an Tschechien. Der 19 Litauen, und hier noch einmal die Gratulation, der Jubel. Schauen Sie, da fließen Tränen in der tschechischen Mannschaft. Ist immer eine Gesamtleistung, muss man sehen. Auch die Auswahl der Ski, des Materials war hier nicht so einfach. Hat alles gepasst bei Tschechien, wie sie sich's vorgenommen haben. Von Anfang bis Ende ist das Ding hier sauber durchgelaufen. Also Tschechien gewinnt die Goldmedaille hier vor Frankreich und Norwegen. Am Ende, so wie die Staffel gelaufen ist, ein versöhnlicher 6. Rang für diese jungen Athleten, die hier am Start warten. Da hat Daniel Böhm ein wenig ausgenommen. Die beiden jungen Damen, 20 und 21 Jahre alt. Und Benedikt Doll, der 24-Jährige, zum Schluss.